Zeige alle autorisierten Ziele an. Ich kann Lord Gravers jetzt nicht informieren. Ich brauche Zeit, haltet ihn auf. Mein Lord, wie? Er wird nicht erfreut sein. Setzt euer unterdimensioniertes Gehirn ein, um euch etwas zu überlegen. Sonst hole ich es aus seiner kleinen Hülle raus. Wegtreten. Verzeihung. Solch hochgeschätzte Gesellschaft ist eine willkommene Abwechslung zu den Narren, mit denen ich sonst zu tun habe. Und wie passend, solltet ihr mir auch noch bei meinem Problem helfen. Die Prüfungen eines Sith. Im Vergleich dazu sind alle Narren. Erzählt mir von eurem Problem. Wir haben erfahren, dass die Republik Bereiche des Wasserkraftwerks der Unterstadt zur eigenen Stromversorgung gesichert hat. Lord Gravus befahl mir, ihre Generatoren zu zerstören. Aber der von mir entsandte Trupp verschwand, bevor er überhaupt das Ziel erreichte. Nutzlos. Inzwischen hat die Republik ihre Position verstärkt. Meine Männer sind einfach in der Unterzahl. Was hat das mit mir zu tun? Wenn die Republik auf Taris noch weiter Fuß fasst, ist das für uns alle ein Problem. Lord Gravus glaubt, die Energiezufuhr der Republik abzuschneiden, behindert die Republik genug, um das Machtgleichgewicht auf dem Planeten umzukehren. Mit eurer Stärke könntet ihr diese Generatoren deaktivieren und einen entscheidenden Schlag gegen den Feind landen. Und ich könnte meinen Lord zufriedenstellen. Einverstanden? Wir werden sie zitternd in der Dunkelheit zurücklassen. Ausgezeichnet. Findet die funktionsfähigen Generatoren beim Wasserkraftwerk und manipuliert sie, sodass sie überladen. Mal sehen, wie die Republik einen Krieg ohne Energie führt. Und eine letzte Bitte wegen des Trupps, der heute verschwand. Wenn ihr einen Hinweis auf seinen Verbleib finden könnt, würde ich mich freuen, ihn zu sehen. Lord Scheitin, zu euren Diensten. Ich war erleichtert zu hören, dass ihr unseren Angriff anführt. Wenn ich nach eurer Beherrschung der Macht gehe, wird das ein stolzer Tag für alle Sith. Darth Gravus, euer Freund ist eingetroffen. Das habt ihr gut gemacht. Taris ist verwüstet, die Unterstützung der Republik geschwächt. Ich nehme an, ihr seid bereit, ihnen den Todesstoß zu versetzen. Ich kann es mir ja einmal ansehen. Ich hoffe, ihr spart euch eure Begeisterung für das Schlachtfeld auf. Vor ein paar Jahrhunderten hat Darth Malak mit der Zerstörung von Taris begonnen. Wir werden sein Werk vollenden. Wir werden den republikanischen Wiederaufbau und die verantwortlichen Jedi zerschmettern. Ihr habt sie in ihrem Stützpunkt in die Enge getrieben, ihrer einzigen Zuflucht auf Taris. Die bald schon ihr Grab sein wird. Keine Sorge, Gravus. Ich werde diesen Stützpunkt abreißen und anschließend Taris in republikanischem Blut baden. Zerstörung muss ausgekostet und gewürdigt werden. Ihr werdet nur Chaos anrichten. Ich bin zu mehr fähig, als ihr denkt. Tenna, ich wusste, du würdest beim ersten Anzeichen von Blut angerannt kommen. Leider ist der Weg zum Stützpunkt mit republikanischen Truppen gepflastert. Sie behindern das Vorrücken unserer Armee. Bewerft sie mit Bomben. Sie haben Schilde. Nur Nahkampf wird funktionieren. Schilde oder nicht? Ich will, dass nichts als Staub von ihnen übrig bleibt.
Sie werden mehr als Schilde brauchen, um mir zu entkommen. Und mir. Einen guten Kampf lasse ich mir nicht entgehen. Räumt das Schlachtfeld. Dann greifen wir den republikanischen Stützpunkt an und vertreiben sie endlich von Taris.
von Ukon. Yeah.
Es tut mir leid, Sith. Ich konnte nicht tun, was ihr befohlen habt. Ich konnte es einfach nicht. Du hast richtig gehandelt, Ashara. Die Jedi-Enklave ist kein Ort für Sith. Und dieser hier bereitet mir Unbehagen. Du hast gesagt, du würdest dafür sorgen, dass keine Jedi da wären. Es tut mir leid, ich konnte es nicht. Ich gehöre nicht zur dunklen Seite. Wir sind die Verteidiger dieser Enklave und wir werden nicht zulassen, dass hier Rituale der dunklen Seite abgehalten werden. Nandin Quibans. Ihr habt sie getötet! Ihr habt die Meister getötet! Es tut mir leid, aber sie haben mir keine Wahl gelassen. Sie haben mich angegriffen. Ihr wolltet mich auf die dunkle Seite ziehen und jetzt habt ihr die Frechheit, das als Selbstschutz zu bezeichnen? Meister Ryan, Meister Ocera, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich verstehe, dass du aufgebracht bist, aber wir müssen uns um einen Geist kümmern. Ihr habt recht. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Ich schätze, mir bleibt nichts anderes übrig, als den Geist zu beschwören. Mich nie wieder beschwören sollst. Fabelhaft. Wirklich erstaunlich. Ihr seid so schlau und erfinderisch. Vielen Dank, dass ihr die Jedi für uns beseitigt habt. Wenn das hier ist, wonach es aussieht, werdet ihr für euren Verrat büßen. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Aber alle hielten euch für tot. Und Darth Tanaton hat ein besseres Angebot gemacht. Er hat mich zum Lord ernannt. Leider hat er mir auch aufgetragen, euch zu töten. Mein Beileid. Was soll dieses Blutvergießen in meinem Grab? Ich habe dich gewarnt, mich nicht noch einmal zu beschwören. Du solltest mich in Frieden lassen, deine Jedi von meinem Grab fernhalten. Bitte, es tut mir leid. Dieser Sith möchte mit euch sprechen. Deine Entschuldigung ist zwecklos. Du musst sterben.
Wartet! Bitte tötet mich nicht! Lasst ihr mich nicht töten! Ich tue alles, was ihr wollt! Werde meine Schülerin und ich verschone dich. Wie ihr meint! Was geschieht? Was tut ihr? Seltsam. Wie lange ist es her, dass ich mich wohlgefühlt habe? Ganze Jahrhunderte. Was wollt ihr, dass ihr all diese Strapazen auf euch genommen habt, um mit mir zu sprechen? Ich brauche eure Kraft. Ah, ihr habt nicht das Können, mich zu überwältigen. Sith, was habt ihr gerade getan? Den Geist an mich zu binden, war der einzige Weg, ihn aus der Enklave zu vertreiben. Was passiert jetzt? Gib dich der dunklen Seite hin. Komm mit mir. Ich fürchte, nach all dem bleibt mir kein anderer Weg. Meister, vergebt mir. Wardahai Wistai Rojans.